Ja, wir sind jetzt hier in der Nähe von Brixen, irgendwo, ja. Und zwar auf einem Parkplatz. Und wenn der Jonas mal jetzt nach rechts schwenkt, stehen hier ganz viele Mixer, MX-5, Miatas, wie auch immer man es nennt. Da hat jeder so seine eigene Art. Weil wir haben uns hier mit dem Gerhard Riedl getroffen. Von Roadsaturn.at. Roadsaturn.at, der nämlich solche Touren hier in der MX-5-Community sehr häufig organisiert. Und wie man hier sieht, das ist jetzt das Season Opening 2016. Und wir sind zufällig jetzt zum gleichen Zeitpunkt mit denen auch hier unterwegs gewesen in der Region. Und da kam vom Gerhard der Vorschlag, hey, wollen wir uns nicht mal treffen? Also Roadster an sich, ne, ist so das Roadtrip-Auto überhaupt. Also die es machen es meistens eigentlich immer mit dem Roadster. Und der MX-5 ist halt so, der hat ja die Roadster-Ära so ziemlich begründet. Oder wiederbelebt. Das ganze Thema Roadster. Ja, und dementsprechend ist ja auch alles vertreten, definitiv auf den Parkplätzen. Also wir haben ganz viele NA-MX-5, sowas wie den hier. Und auch den schwarzen neben dran. Wir haben direkt hier einen ND stehen. Streng genommen. Hauptsächlich Klappscheinwerfer beim NA. NB war dann nicht klar. Klarglasscheinwerfer. Richtig. Und viele vermissen die Klappscheinwerfer tatsächlich. Ich fand den damals nicht so schön. Der NB hat es mir dann angetan, aber. Ganz schlicht. Wir könnten jetzt da drüben den roten zeigen, finde ich aber langweilig. Deswegen zeigen wir nämlich lieber den hier. Die Farbe ist ärmer. Der MX-5 ND. Wie man hier untereinander in der Gruppe wohl sagt, Fensterkit weiß durchaus mal. Aber okay. Ich finde die Farbe super. Mir ist letztens am Nürburgring einer in der Farbe entgegengekommen, der wirkt dadurch größer, muskulöser. Und wo du Jaguar F-Type sagst und so, dieses Heck. Ich bin ja neulich echt, als wir den F-Type des Behind the Pass gedreht haben, an einer Tankstelle vorbeigefahren mit diesen Rückleuchten und dachte, oh, da steht der Sebastian und wäscht das Auto. War aber ein Mazda MX-5. Also das ist schon sehr ähnlich, etwas kürzer und das Runde ist so ein bisschen anders versetzt, das ist halt wirklich so mittig und dann nach außen. Aber schon eine gewisse Ähnlichkeit zum F-Type. Weil man weiß ja nie, wo man mal Kronleuchter fallen lassen möchte zum Beispiel. Ich weiß es nicht. Und für mich als Eifelaner, mich freut das natürlich, wenn es da hinten so einen Aufkleber da dran hat. Er hat auch komplett was aufstehen. Vielleicht ist auch einer drin. Gerhard meinte, es ist ja so ziemlich alles hier auf dem Parkplatz vertreten. Ne? Also es ist Turbo-Kompressor-Umbauten alles. Der hat auch hier, die Felgen sind ganz cool. Die sind so schön, also am GTR sehen die so wunderschön aus, die Race-Felgen. Ne? Also es ist schon, es ist viel vertreten, viel Unterschiedliches und es ist auch das Schöne, glaube ich, so in der MX-5-Community, dass man so von den Leuten, die einfach nur mal eine ganz gemütliche Ausfahrt machen, die den Wagen wirklich so als einen richtig schön gepflegten, edlen Roadster fahren, bis hin zu den Leuten, die Kisten halt wirklich so auf Teufel komm raus alles umbauen und wirklich so sagen, nee, das Ding, das muss quer gehen und rauchen und qualmen und alles, hat man halt in der Community alles dabei. Und das ist eigentlich ganz kurz noch sehr, sehr cool. Hier muss man sich jetzt echt mal den Größenunterschied geben zwischen Porsche R8 und MX-5. Und das ist schon der größte MX-5. Ne? Der NC der ist größte. Schon der allergrößte, wenn man da jetzt so ein NA daneben stellen würde. Dann sieht es sich auf. Übrigens sind wir gerade bei The Plastis 4 in den Dolomiten unterwegs mit Audi R8 V10 Plus und Porsche 911 Turbo hier. Insofern schaut euch auf jeden Fall auch die Videos an, die wir live veröffentlichen, während wir unterwegs sind. Jonas scheut keine Mühe. Ja, ich würde sagen, gehen wir uns mal mit Gerhard unterhalten. Ja. Was ist das? Das sieht cool aus, so einem großen Mäppchen. Da kannst du auch noch an den R8 gehen. Ja, also wir haben die Gruppe aufgeteilt auf drei Gruppen. Mhm. Also die sogenannten Cruiser, die Tourer und die Sporttourer. Mhm. Also von normaler Fahrweise bis zu komplett wahnsinnig. Ja. Aber wir haben jetzt Teilnehmer hier gehabt aus Österreich, Deutschland, Schweden, Estland, Tschechien. Ja, der Ralf Nord aus Schweden, der ist letzten Sonntag abgereist. Ja. Und ist nächsten Sonntag wieder zu Hause. Ich bin ja sehr spät dazugekommen. Ich habe 2008 den MX-5 gekauft, großen Kombi verkauft, MX-5 gekauft. Okay. Ja. Was man da nicht reinbringt, braucht man sowieso nicht. Stell ich auf. Und was mir dann gefehlt hat, das war irgendwo Anschluss zu finden. Mhm. Da habe ich begonnen, selbst so kleine Touren zu organisieren. Ja. Und da sind die Leute einfach dazugekommen. Ja, super. Es gibt in Österreich so eine Vereinigung, das sind die Roadster-Freunde. Mhm. Also komplett markenunabhängig, hauptsächlich kein Dach. Okay. Und da haben wir so die ersten Kontakte geknüpft. Mhm. Ja. Was hat das auf sich mit dem Kronleuchter?
Den haben die halt auf dem Flohmarkt gekauft. Ach so. Wir dachten uns, vielleicht ist es so ein Anker oder vielleicht soll es ein Statement sein. Oder so ein Insider. Ne? Wir hatten ja vor zwei Wochen haben wir eine Roadtrip-Gruppe getroffen. Die sind was waren das? Irgendwelche Hasenkostüme, in denen sind die losgefahren. Okay. Hasenkostüme, genau, komplettes Kostüm. Genau, ja. Eine MX-5 kriegt man ganz locker und einfach inzwischen für 2.000-3.000 Euro. Da hat man hier und da vielleicht ein bisschen Rost, da muss man ein bisschen gucken. Aber da hat man ein Auto, wo man so einfach für kleines Geld wahnsinnig viel Fahrspaß anfangen kann. Ne? Also, dann eben solche Touren hier fahren. Und das macht mit dem Auto Spaß, kann ich definitiv bestätigen. Weil ich bin nämlich auch schon mit unserem NB bin ich auch schon Timmelsjoch hoch. Ja, da oben fehlt ein bisschen Leistung bei dem kleinen 1,6er, aber ja, Mai, aber es ist Wahnsinn. Einfach das Fahren und Dach offen und es fühlt sich halt viel direkter an. Das ist bei den modernen Fahrzeugen ist halt schon alles so ein bisschen Also der MX-5 ist mit Sicherheit nicht das schnellste Fahrzeug auf dieser Welt, überhaupt nicht, aber er spürt einfach unheimlich schnell an. Ja. Das ist liegt in der ganzen Fahrzeuggeometrie, du sitzt relativ tief. Das ganze Ding bewegt sich und du hast immer das Gefühl, du bist jetzt wahnsinnig schnell. Wir haben drei von Mazda Österreich geliehen bekommen. Mit der Auflage, dass wir für den Club neue Mitglieder bekommen. Okay. Da haben wir vor Weihnachten eine Verlosung gemacht. Okay. Und die zwei neuen Mitglieder haben jetzt diese Tage ein Auto inklusive Sprit bekommen und das Hotel bezahlt. Okay. Das sind Leute, die nicht selbst schon MX-5 hatten oder so? Die haben einen MX-5. Die haben einen. Ja. Und welche Autos sind das? Ja. Den fährst du. Ja. GT Generaldirektor. Also meldet euch, falls ihr auch bei so einer Tour mitmachen wollt, bei Roadtouren.at. Genau, Markenhoffen, das heißt also egal, ob ihr jetzt einen MX-5 habt, die hier, oder ob ihr mit einem Porsche Boxer oder mit einem S2000 oder einem Z3 unterwegs seid. Oder Z1 oder Z4. Dürfte ich auch mit meinem Lotus mitfahren? Sicher. Wenn er mal funktioniert, dann... Also ihr seht schon, das ist ganz einfach. Ihr könnt euch da auch ansehen, was schon gelaufen ist in den letzten Jahren und ein bisschen Impressionen sammeln. Die sind auch total offen, wenn ihr Fragen habt, einfach Fragen stellen, wie das alles funktioniert. Und dann macht einfach mal mit bei so einer Tour. Das ist echt ein Erlebnis. Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, vergesst nicht unseren Kanal zu abonnieren, unten auf den Daumen hoch oder Daumen runter zu gehen. Und wenn ihr den Kanal abonniert, genau, Daumen hoch, aber wenn es ehrlich ist, auch gerne Daumen runter. Und dann bitte in den Kommentaren schreiben, was ihr für ein Feedback habt. Und abonnieren natürlich, damit ihr von uns weitere Roadtrip-Videos bekommt und weitere Vlogs und weitere Videos über Fahrzeug-Reviews im Roadtrip-Kontext etc. So sei es und damit viel Spaß und euch eine schöne Tour noch. Danke, werden wir haben.